Was bedeutet es, eine Frau in Deutschland zu sein? Im Grundgesetz sind die Geschlechter seit über 70 Jahren gleichberechtigt. Gleichgestellt sind wir aber immer noch nicht. In den letzten 25 Jahren ist die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen gleich groß geblieben und auch der Anteil weiblicher Bundestagsabgeordneter ist auf dem gleichen Stand. Gesetze reichen offensichtlich nicht für echte Gleichstellung und die Frauenrechtsbewegung ist im 21. Jahrhundert ein wenig eingeschlafen. Aber warum? Um das zu verstehen, müssen wir erst verstehen, wie wir hierher gekommen sind. Während des Ersten Weltkrieges verbünden sich Sozialdemokratinnen mit bürgerlichen Frauenrechtlerinnen im Nationalen Frauendienst. So gibt es nach Kriegsende ein breites Frauenbündnis, welches es so vorher nicht gegeben hatte. Nach einigen Protesten fordert die Breite Frauenkoalition 1918 eine Unterredung mit dem Reichskanzler. Und am 12. November 1918 ist es dann soweit, das Frauenwahlrecht wird eingeführt. Im Januar 1919 beteiligen sich fast 90% der wahlberechtigten Frauen an den ersten Wahlen. Und als im Februar 1919 dann die Verfassung von Weimar geschrieben wird, sind fast 10% der Abgeordneten Frauen. Ein Wert, der übrigens erst wieder im Deutschen Bundestag von 1983 erreicht werden sollte. Auf eine uneingeschränkte rechtliche Gleichstellung kann man sich in der Weimarer Republik aber nicht einigen. Und zu Beginn der 1930er Jahre zeigt sich dann, wie fragil der emanzipatorische Aufbruch in die Moderne war. Die NSDAP erhält in den entscheidenden Wahlen sehr viel mehr Stimmen von Männern als von Frauen und setzt sich durch. Die Nationalsozialisten heben dann das passive Wahlrecht für Frauen indirekt auf, und zwar bis 1945. Adolf Hitler weiß genau, wie er sich die perfekte deutsche Frau vorstellt. Es gibt keinen größeren Adel für die Frau als Mutter der Söhne und der Töchter eines Volkes zu sein. Das ist der höchste Adel, den sie sich überhaupt erwerben kann. Wieder endet ein Weltkrieg. In Deutschland leben nun über 7 Millionen mehr Frauen als Männer. Und sie sind es auch, die die Versorgung der Bevölkerung übernehmen. Hier sehen wir sie, wie sie das zertrümmerte Berlin aufrollen. Wie schon der Erste Weltkrieg führt auch der Zweite viele Frauen zusammen. Im zunächst vier- und dann zweigeteilten Deutschland bilden sie mehr als 5000 über- und außerparteiliche Ausschüsse für Fraueninteressen. Weil in Deutschland sehr viel mehr Frauen als Männer leben, werben die Parteien plötzlich um die Frauen. Denn allen ist klar, dass sie mit ihren Stimmen die kommenden Wahlen dominieren werden. Parteiarbeit selbst soll aber Männersache bleiben. Nach der Wiedergründung der SPD 1946 sind nur 15,4% der Parteimitglieder weiblich. Deutschland erlebt einen weiteren strukturellen Umbruch. Nach der doppelten Staatsgründung 1949 werden zwei Verfassungen verabschiedet, in denen die Gleichberechtigung der Geschlechter festgeschrieben wird. In der DDR und der Bundesrepublik versteht man allerdings Unterschiedliches darunter. Frauen in der DDR haben mehr Rechte. Es gibt eine selbstverständliche Berufstätigkeit, Gesetze zum Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit und Erleichterungen für berufstätige Mütter. Viele Frauen gehen sogar in die Industrie. Die Belastung für berufstätige DDR-Frauen ist allerdings hoch. Viele klagen darüber, dass die Erleichterungen bei der Kinderbetreuung und Hausarbeit unzureichend seien. Und sie verdienen auch 30% weniger Lohn als die Männer und sind deswegen häufiger von Altersarmut betroffen. Trotzdem, viele Frauen im Westen bewundern die Frauen im Osten um ihre Möglichkeiten. Denn obwohl im Grundgesetz Frauen und Männer gleichberechtigt sind, bestehen andere Gesetze weiter, die der Gleichberechtigung im Wege stehen. Da gibt es zum Beispiel den Gehorsamkeitsparagraphen. Eine Frau, die erwerbstätig sein möchte, braucht bis Ende 1957 das Einverständnis ihres Gatten. Dem Ehemann ist es sogar gestattet, das Arbeitsverhältnis seiner Frau fristlos zu kündigen. Ob in der DDR oder der Bundesrepublik, die Menschen teilen ähnliche Bilder vom perfekten Ehe- und Familienleben. Trotz jahrelanger Abwesenheit des Mannes bleibt dieser das Familienoberhaupt. Und die Frau ist vor allem für das Wohlergehen der Familie zuständig. Hier dein Frühstück und dein Hut, deine Tasche. Beinahe hätte ich es vergessen. Was willst du heute Abend essen? Wenn du mich so reizend fragst, koch doch, was du selbst gern magst. Man will an das Leben vor der Katastrophe anknüpfen. Doch das erweist sich als schwieriger als erhofft. Denn Männer und Frauen hatten sich während des Krieges verändert und die Probleme beim erneuten Zusammenleben sind so erheblich, dass in beiden Landesteilen Eheberatungsstellen eingerichtet werden.
1958 tritt das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz in der Bundesrepublik in Kraft. Viele sehen nun das Hauptziel als erfüllt und treten wieder aus den Frauenverbänden aus. 3 Jahre später liegt der Frauenanteil im Bundestag allerdings immer noch bei gerade mal 8,3%. Es ist der 1. Juni 1961 und die Anti-Baby-Pille wird auch in Deutschland verkauft. Damit wird die Verantwortung in der Verhütung der Frau übertragen. Und zuerst wird die Pille auch nur an verheiratete Frauen verkauft. ...1968 gilt als Schlüsseljahr in der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung. Und auch in Deutschland fängt die alte moralische Ordnung an zu bröckeln. Es ist die Zeit der sexuellen Befreiung. Die Scheidungsrate nimmt konstant zu, bis ins Jahr 2003 mit 52%. 1971 wird in der Zeitschrift Stern eine Kampagne abgedruckt, in der 374 Frauen von ihren Abtreibungen berichten. Initiatorin ist Alice Schwarzer. Es war ja eine Provokation ohnegleichen. Und das in einer Zeit, wo Frauen noch an illegalen Abtreibungen starben. Immer mehr Menschen fordern, das Abtreibungsverbot aufzuheben. 1972 wird in der DDR die sogenannte Fristenlösung eingeführt. Schwangerschaftsabbrüche bis zur 12. Woche sind erlaubt, straffrei und kostenlos. Das kann sich in der Bundesrepublik nicht durchsetzen. Die Forderungen der konservativen und kirchlichen Kreise nach dem Schutz des ungeborenen Lebens sind stärker. Dennoch, in den 70er Jahren setzt sich die Frauenbefreiungsfront immer mehr durch. 1972 findet der erste Bundesfrauenkongress in Frankfurt statt. 1973 gründen Berliner Aktivistinnen das erste Frauenzentrum. Es bilden sich nach und nach immer mehr Lesbengruppen, die sich als Teil der Frauenbewegung verstehen. Und es gibt durch die 70er Jahre hindurch immer mehr Streiks gegen die Lohndiskriminierung. Die AktivistInnen schaffen eigene Strukturen und Medien, um ihre Ideen zu verbreiten. Sie drehen Frauenfilme. Ein normales junges Mädchen werden. Ein glückliches normales junges Mädchen werden. Und gründen Frauenverlage, in denen sie feministische Literatur veröffentlichen. 1976 findet in Brüssel ein internationales Tribunal Gewalt gegen Frauen statt. Auch in Deutschland setzen sich die Feministinnen vermehrt mit diesem Thema auseinander. Und es entsteht das erste Frauenhaus in Berlin. 1977 wird in der Bundesrepublik mit der Reform des bürgerlichen Gesetzbuchs die sogenannte Hausfrauenehe abgeschafft und das Partnerschaftsprinzip eingeführt. Frauen dürfen erstmals selbst ein Konto eröffnen und ohne Zustimmung des Mannes einen Arbeitsvertrag abschließen. 1980 wird in der BRD der erste Lehrstuhl für Frauenforschung eingerichtet. Und zudem etabliert sich mit den Grünen eine Partei, die sich zum Feminismus bekennt. Gegen Diskriminierung von Frauen. Für gesunde Umwelt. Vor diesem Hintergrund modernisiert die CDU ihre Frauenpolitik und beruft 1986 die erste Frauenministerin Rita Süssmuth ins Amt. Und 1988 dann beschließt die SPD eine Frauenquote. Nach 57 Jahren versammeln wir uns als frei gewählte Abgeordnete des ganzen deutschen Volkes hier im Reichstag. 1989 kommt es zur Wiedervereinigung Deutschlands. Aus zwei Verfassungen wird eine und die Regelungen zur Gleichstellung müssen neu ausdiskutiert werden. Die fortschrittlichen Gesetze der DDR können sich nicht durchsetzen. Vorbei ist es mit dem erlaubten Schwangerschaftsabbruch, dem Recht auf Arbeit für Frauen und der Gleichbehandlung aller Lebensgemeinschaften, mit und ohne Trauschein, hetero wie homosexuell. Mitte der 90er Jahre setzen sich dann einige wichtige neue Gesetze durch. 1993 wird die Frauenquote für den öffentlichen Dienst eingeführt. 1994 müssen sich Stellenangebote explizit auch an Frauen richten. 1996 wird das Gesetz zur Gewalt in der Ehe verabschiedet. Und 1997 wird die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt. Die war bis dahin außerehelich definiert. Der Frauenanteil im Bundestag, der seit der Gründung der Bundesrepublik maximal 10% beträgt, wächst bis 1998 rasant auf 31% an. Übrigens der gleiche Wert wie heute, 24 Jahre später. Aber zu den aktuellen Zahlen komme ich gleich. Erst schreiben wir das Jahr 2005. Angela Merkel wird die erste deutsche Bundeskanzlerin. Deutschland braucht einen klaren Kurs und eine verlässliche Politik. In den Medien geht es aber nicht nur um ihre fachliche Kompetenz. Immer wieder steht auch ihr Äußeres im Fokus.
2017 geht MeToo um die Welt. Eine Debatte über sexuelle Belästigung und Missbrauch. My body, my choice, raise your voice. 2021 kommt dann in Deutschland auch noch Deutschrap MeToo. Da geht es um Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt in der Deutschrap-Szene. Ausgelöst wird diese Debatte, nachdem ein Rapper öffentlich beschuldigt wird, eine Frau vergewaltigt zu haben. Heutzutage sind mehr Frauen in politischen Parteien und hohen Ämtern und trotzdem haben sich die Lebensbedingungen für viele verschärft. Die Frauenrechtsbewegung tut sich derweil schwer und viele Frauenverbände kämpfen sogar um ihr finanzielles Überleben. Was heute das 1,5-Grad-Ziel von Fridays for Future ist, war früher das Wahlrecht für die Frauenbewegung. Aber nur weil die Regierung Gesetze erlässt, um die Erderwärmung zu stoppen, bedeutet das noch lange nicht, dass das Ziel erreicht wird. Und so ist es leider auch mit der Gleichstellung. 2020 verdienen Frauen durchschnittlich 18% weniger als Männer und sind viel häufiger von Altersarmut betroffen. Sie besetzen nur 28% der Führungspositionen und landen damit im unteren Drittel im europäischen Vergleich. Frauen sind nur zu 11,5% in den Vorständen der 200 größten Unternehmen Deutschlands vertreten. In der Wissenschaft beträgt der Frauenanteil in der Professorenschaft 26%. In der Medizin sind es gerade mal 10% Chefärztin. Nicht mal jedes 10. Rathaus wird von einer Frau regiert. Und hinzu kommt, dass Frauen das Amt der Bürgermeisterin verhältnismäßig oft im Ehrenamt ausführen. Im Fernsehen sind Frauen zu 34% zu sehen und 2018 ist auf Wikipedia eine von 6 Biografien über eine Frau. Im öffentlichen Dienst ist der Frauenanteil an Führungspositionen 35%. Etwas besser sieht es in der Justiz aus. 2016 sind die Richterstellen zu 44,5% mit Frauen besetzt. Bisher nehmen nur 4 von 10 Männern überhaupt eine Auszeit nach der Geburt ihres Kindes. Damit bleibt die Hauptverantwortung in der Kinderversorgung oft bei der Frau. Und auch das Ehegattensplitting diskriminiert überwiegend Frauen, weil sie meistens weniger verdienen. Und dann gibt es da noch die Debatte über geschlechtergerechte Sprache. Viele Deutsche lehnen es ab, die weibliche Form mitzuverwenden. Dafür beschließt die Ampelkoalition, den Abtreibungsparagrafen 219a abzuschaffen. ÄrztInnen dürfen öffentlich über Schwangerschaftsabbrüche informieren, ohne strafrechtlich verfolgt zu werden. Die Frauenrechtsbewegung hat es geschafft, dass sich die Regierung dazu verpflichtet hat, die Gleichstellung weiter zu fördern. Wie kann es also sein, dass sich in den letzten 30 Jahren so wenig bewegt hat? Die Vergangenheit zeigt uns, strukturelle Umbrüche wie Weltkriege, Staatenteilung, sexuelle Revolution und Wiedervereinigung haben die Frauen in Deutschland immer wieder zusammengebracht. Ohne den öffentlichen Druck der Frauenrechtsbewegung plätschert das Thema Gleichstellung vor sich hin. Die Problemfelder sind heute abstrakter als die verfassungsrechtliche Festschreibung von Gleichberechtigung und so gibt es diese eine große Bewegung ganz einfach nicht mehr. Andere Themen wie Migration, Rechtspopulismus, Klimakrise und Pandemie stehen mehr im Fokus.